Bock. Total nice. Ich fahre die ganze Zeit so. Ich mag gar nicht nach links und rechts gucken. Da wo die sind. Oh mein Gott. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Und willkommen zu einem neuen Video mal wieder. Heute geht 86 Kilometer nach Herne, also schön in den Ruhrpott, und zwar aus dem Bergischen, quasi vom Bergisch Gladbach bis rüber. Jo, und da nehme ich euch jetzt mit. So, und auf diesen Anstieg habe ich mich schon mega gefreut. Die Serpentinen nach Altenberg rauf. Keine Ahnung, ob das hält. Aber mir ist mega warm jetzt. Ich bin eigentlich gleich oben. Aber es bringt ja nichts, wenn ich voll geschwitzt oben ankomme. Weil ich habe ja noch 76 Kilometer vor mir. Deswegen. Aber bisher ganz cool. Na okay. Es war jetzt doch nicht Altenberg, also Richtung Altenberg. Aber anscheinend heißt der Ort hier Blecher. So, jetzt bin ich auf dem Weg Richtung Burscheid. Glaube ich, genau. Ja, mega. Ich bin jetzt gerade auf der Balkantrasse. Genau, also ich bin quasi rauf Richtung Burscheid und hier dann jetzt auf die Balkantrasse bis nach Bochum, genau, wollte ich halt die Balkantrasse fahren, dann den, ich hab's vergessen, den Bergischen Panoramaweg, I don't know, genau, aber auf jeden Fall diese Radwege halt. Ich fahre jetzt gerade durch Wuppertal und irgendwann müsste auch ein Tunnel kommen. Ich vermute fast, dass der tatsächlich jetzt gar nicht mehr so weit weg ist. Und dann fahre ich auch schon auf die nächste Trasse drauf wieder. Ja, 45 Kilometer sind geschafft. Ja, ich fahre noch ein Stückchen und dann esse ich, glaube ich, meine Banane. Jetzt bin ich auf der Nordbahntrasse. Genau, das war's doch. Der Name ist mir nicht eingefallen. Alles klar, es hat dann doch ein bisschen gedauert, aber jetzt fahren wir gleich durch den Schee-Tunnel. Ich meine, ich hätte gestern gesehen, dass der um die 700, also knapp über 700 Meter lang ist. Der hat auch nicht permanent geöffnet. Ich glaube, in der Winterzeit schließt er. Und im Frühjahr, glaube ich, auch, vor allen Dingen nachts.
tatsächlich sollte man da vorher einmal im Internet recherchieren, wann genau der Tunnel geöffnet ist. Genau. Ich habe kein Licht. Okay, das ist erstens, es ist mega fresh. Zweitens, es ist total spooky. Oh mein Gott. Das ist ja absolut nicht so meins. Scheiße. Naja, da hinten, man sieht Licht am Ende des Tunnels. Fröstel, Fröstel. Ich mag gar nicht nach links und rechts gucken. Da, wo die sind. Oh mein Gott. Okay, ich bin ja total happy, dass es hier ja doch einigermaßen beleuchtet ist. Aber, oh, okay, da war ein Schild. Aber ich möchte hier nicht halten. Besser beleuchtet und nicht so lang. Somit habe ich auch gar nicht so Panik. Ja. Okay. Alles klar. Hallo. Und vorhin habe ich ein Schild gesehen, Bochum 14 Kilometer. Das heißt, allzu weit kann es ja gar nicht mehr sein. Sorry, hier wieder meine Nicht-Sportlerbrille für, ich glaube, $3 aus den Staaten. Geht aber auch. Ich habe gerade Stopp an der Tanke gemacht und so ein Wifi ist schon was Feines. I think it is the Ruhe. Super geil. Macht mega Bock. Total nice. Ich fahre die ganze Zeit so. Deswegen sollte ich mir gleich wieder das Tuch hochziehen. Ich fress schon die ganzen Fliegetierchen. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Ich bin gleich da. Boah, geiler Scheiß. So, es sind die letzten 100 Meter. Hier kenne ich mich tatsächlich schon wieder gut aus. Und irgendwie kommen gerade ein paar Regentropfen runter. Aber
das ist ein perfekter Zeitpunkt, um zu sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.